Hallo meine Anhörner und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt mal im Inventar zwei violette Tafeln mitgenommen, bisschen trinken, ein Essen. Ich würde nämlich sagen, die sind da unter uns. Ach, hier lila Tafel benötigt. Genau. Das machen wir jetzt. Da schwimmen wir jetzt einmal hin. Ja, obwohl ich eigentlich auch gerne gleich die Forschungsstation suchen würde. Ja, wir gucken mal, was vielleicht als erstes eintrifft. Ich hätte eigentlich gern noch mal ein Ei von denen. Hey, 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 gell? Hallo, Jungs. Oh. Nee, schade. Also von denen noch mal ein Ei fände ich cool. Für mein Aquarium. Dum-di-dum. Nee, nee. Geh mal du weg mit deinem Warper-Scheiß. So. Bam, 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 bam. Da sind wir wieder im Lost River. Da machen wir mal das Licht an. So. Eigentlich hätte ich ja gemeint, ich will das nächste Mal mit dem Krebs herschwimmen. Krebs? Ja, mit dem Krebs müssten wir hier ein paar Materialien farmen. Ne, ich habe eigentlich gemeint, das nächste Mal schwimmen wir mit dem Zyklop her, also mit dem Gönjamin, aber jetzt sind wir doch wieder mit dem Ingo hier. Ich finde halt einfach irgendwie, keine Ahnung, mit dem Ingo fühle ich mich sicherer. Weil ich halt in dem Glauben bin, dass der Ingo schneller ist. Was halt Blödsinn ist. I guess. Wobei. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, ob der Ingo schneller ist als der Zyklop. Ich weiß es. Wirklich nicht. Es wäre mal rauszufinden. Mal. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Please. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. Schalalalalalala. Mann! Wir reden da jetzt einfach nicht drüber, okay? Wir reden da jetzt einfach nicht drüber. Verdammt nochmal. Benzol und Fasergewebe.
Scheiße! Mann, ey! Also das regt mich ja gerade schon auf. Ruhe jetzt da draußen, ey! Mann! Zwei Titan, zwei Diamant. Titan, ja, ich bin der Oliver Kahn. Titan. Was denn jetzt? Synthetisch. Hä? Ich dachte, die habe ich gerade hergestellt. Lol. Was ist denn nur? Hallo? Hallo? Bitte? Bitte? Oh Mann, hey. Wir reden da nicht drüber. Okay? Können wir uns da drauf einigen? Nein. Einfach ein Stasisfeld mitten in my face. Ja, willkommen zurück, I guess. Oh Mann, ey. Ja, absolut verdrottelt schon wieder. Das ist ja mal wieder absolut verdrottelt, die Aktion jetzt gewesen. Naja, was soll's. Bup, 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 bup. Nee, 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 nee. Bup, 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 bup. Hey! Ruhe jetzt mal da draußen. Zyklop kann ich da mal einmal ausschalten. Na, ja, obwohl, warte mal, den Zyklop schalten wir nicht aus, den schalten wir aus. Oh Mann, hey. Also, das ist ja mal wieder. Da juckt mal meine Nasen, hey. Also, das ist ja mal wieder absolut. Absolut dämlich. Wirklich. Naja. Was soll's. Ne? Dum, 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 dum. Wie viele Tage sind wir jetzt eigentlich hier mittlerweile auf dem Planeten? Was soll das? 56 Tage mittlerweile. Also wir sind hier bald 2 Monate. Das ist krass. Das ist actually ziemlich krass. Also wie weit auch diese Lampe geht eigentlich, ne? Guck dir das mal, holy shit. So. Aber ich bin gespannt, wie sie das bei Below Zero gemacht haben. Dass dieses Nachladen hier die ganze von diesen Grafiken und generell, also da bin ich echt gespannt, ob das bei Below Zero auch so komisch gemacht ist. Und das ist kein Problem, weil er hat ja auch einen schlechten PC. Nee. Es gibt, glaube ich, nicht wirklich irgendjemand, der das Subnautica spielen kann, ohne dass der diese Renderprobleme hat. Ruhe. Ruhe. Ich hab gesagt, Ruhe! Den Bums. Verdammt nochmal. Diese scheiß Kraken meinen da immer hier irgendwie großartig rummöken zu können hier. Ist auch mal gut! Hä? Mann! Naja. Dann
Schwimmen wir wieder rein. Here we go again. 10 Minuten später. Super. Eigentlich könnte ich die Folge auch erst hier starten. Aber, nee. Nee. Wir hier bei Terpsen96 stehen für Transparenz. Was? Okay. Pass auf. Also, wir müssen auf 800 Meter. Ja. Du da hinten halt so mal das Maul. Wir schwimmen jetzt zu deinem Bruder. Auch wenn ich da keine Lust drauf habe. Naja. So. Wiebi! Oh. Obacht. Dum 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 dum. Von denen hätte ich auch gern ein Ei. Aber ich glaube, was von denen wird es keine Ei geben, oder? Imagine so ein Leviathan-Ei. Ich glaube, so ein Leviathan-Ei wäre krass. Okay. Also, das ist Verarsche. Wir gehen der Verarsche jetzt aber trotzdem nochmal nach. Ruhe. Wir gehen der Verarsche jetzt nochmal nach und machen da die Tafel dann. Ja, ist ja in Ordnung, Jungs. So. Ruhe. So. Die können wir umbinden. Forschungsstation broken. Können wir die nennen? Das können wir doch noch eigentlich ausschalten, oder? Ja, wobei. Können wir mal rot machen, damit wir wissen, ja, hier brauchen wir nicht mehr hinschwimmen. Ah ja, hier. Rein. Schnauze sie jetzt mal auf. Okay, hier gibt's nur das. Was? Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor auf diesen fremden Einrichtungen aufbewahrt wurden. Einige Anträge konnten übersetzt werden. Kleiner Pflanzenfresser Kappa. Leviathan-Embryos. Großer Fleischfresser Theta. Okay, unbekannter Leviathan. Dieser Leviathanort, Seeimperator, verzeichnet Knochenblumen und Imperator-Exemplar und zeigen gewisse Potenzial. Kara-Immunität. Einzelnes Exemplar für Studien in diesem Zweck gebaute Sicherung. Einrichtung Vulkanregion 1,4 Kilometer Tiefe. What the fuck? Das Imperator-Exemplar, das ich in der Einrichtung befinde, ist möglich, dass weitere Daten. Bla. Wow. Dafür sind wir jetzt hier nochmal hergeschwommen. Wasted. Das war absoluter Time Waste. Ohne Witz. Das war Müll. Naja, sind wir gebetet worden, ne? Müssen wir anerkennen, wir sind gebetet worden. Ich würde jetzt aber auch gern trotzdem nochmal. Codes und Hinweise. Reservoir A, Reservoir B, Außenlabor, Hauptsicherungseinrichtung. Ist das vielleicht das Außenlabor? Oder so. Sollte das ein Reservoir sein? Naja, gut, hier haben wir erkundet, da war eigentlich nichts großartig mehr. Jetzt würde ich sagen, schwimmen wir mal hier hin. Was erwartet uns denn? Ja, hör mal auf, bitte. Was erwartet uns hier? Sind wir immer noch auf 800 Meter? Oha, oha, oha. Lol.
Jetzt kriegen wir einen neuen Funkspruch? Bro. Terrain scans indicate this biome contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Das Ding ist, ich. Oh mein Gott. Okay, hier schwimmen wir nochmal schnell raus. Dann mache ich jetzt ein Riesengerippe. Fallen lassen. Riesengerippe. Nein. Ich weiß gar nicht, wie wichtig das ist, deswegen machen wir das jetzt einfach standardmäßig türkis und wir speichern. Hat der jetzt gespeichert? Wir speichern nochmal. Hä? Ach. Ja, dann nicht, weil der zurück zum Spiel gedrückt hat. Wieder. Was zur Hölle? Also ich muss euch auch dazu sagen, manches ist nicht gestellt, manches habe ich wirklich vergessen in dem Spiel und das habe ich ja wirklich vergessen, dass das... What the fuck ist das? Naja, es ist vielleicht beruhigend oder auch beunruhigend, dass hier kein Kopf rumliegt. Mom. Oh mein Gott. What the heck? Oh. Kennen wir das schon? Ne. Das sieht ja übel hübsch aus, das Ei. Okay, cool. Wir haben ein neues Ei. Aber ich glaube, mich noch dran erinnern zu können. Weh. Vom einen Weh zum anderen Weh da hinten. Ich will nicht. Sehen wir auf dem Scan? Nee. Zum Glück doch. Da hinten ist er. Okay, da ist vielleicht doch ein Kopf. What the fuck? Are you? Au. Wie klein im Gegensatz dazu ist bitte dieser Geister-Leviathan. Ich meine, das ist ein kleiner. Der uns auch schon gesehen hat. What the fuck, Leute? I don't like you. I don't like you. Please get away. Ich mag dich nicht. Ja, du wirst mich auch nicht mögen, ist ja in Ordnung. Halt doch mal das Maul, Penner. Mann. Wahrer Spitzenpredator. Super Raubtier, Schiede größer. Schlüssel mit einem Vorzustellen. Was du darauf hinweist, dass ich gegen den Löffel der Zeit verlangt hat. Ein wahrer Spitzenpredator. Alter auf etwa 3 Millionen Jahre geschätzt aus, was es gibt. Tier hat allartige Erscheinungsbild. Rechnung. Das vordere Drittel ist Exemplar. Ach, das ist nur das vordere Drittel. Und wenn ich so in der Leifen. Ach, ist das dieser Gargantio? Gargantuan Leviathan, wo man sich ins Spiel rein modden kann. Also das ist ja nur dumm. Wer moddet sich sowas freiwillig ins Spiel? Mau ab! Help! Nope! 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 Nope!
Nope, 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 nope. Oh, wir müssen da hinten hin. Oh, 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 oh. Please get away from me! Ich will gar nichts von dir! Hau mal ab! Aber die Forschungsstation war hier, war da hinten, glaube ich, irgendwo. Deswegen schwimmt nämlich da auch der Leviathan rum. Die war da hinten. Sensor. Da oben ist was? Wait. Uraltes Skelett. Uraltes verstandenes Skelett, okay. Aber das sind wir halt jetzt nicht auf 800 Meter, ne? Das sind wir halt jetzt bei weitem nicht auf 800 Meter. Aber gut. Das wird schon irgendwas sein da hinten, I guess. Da haben wir wieder Nickel. Nehmen wir mit. Was gehört hier dann? Ach, come on! Echt, oder? Nee, ne? Jetzt gehört da eine orange Tafel rein. Bruh. Fallen lassen. Orangene Tafel. Benötigt. Nee. Nee. Machen wir orange. Scheiße.